Hallo, willkommen zu Let's Talk GTA San Andreas. Ich versuche jetzt mal ganz kurz zu erklären, worum es sich jetzt überhaupt handelt. Bei Let's Talk, was heißt das jetzt genau? Spielt das durch? Es ist kein Let's Play. Und darum auch Let's Talk. Es ist jetzt so, wir werden jetzt einfach so ein bisschen GTA spielen, es ist einfach mit GTA-Videos kommen. Wir werden öfter vielleicht auch ab und zu mal die Missionen machen, falls ich euch überhaupt mit zu planen habe. Ansonsten werden wir einfach ein bisschen rum mit meinem Blödsinn, irgendein Scheiß, was man in GTA, glaube ich, auch ziemlich häufig macht. Ich werde versuchen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt ansetze, dass ich gucke, dass ich auf jeden Fall den Panzerungsschild nicht nehme, weil der uns Geld bringt. Und ich versuche einfach als Dings zu halten, dass wir auch kein Geld uns schieden. Dass ich das dann vielleicht mit Taxi-Mission mache, damit wir auch was zu tun haben. Falls jetzt die Teile fehlen oder verschwinden ganz plötzlich, kann auch sein, dass der erste Teil irgendwann schon schnell verloren geht. Liegt an den Copyright-Problemen, denn ich habe natürlich jetzt Musik auch drinnen, die ich eigentlich nicht unbedingt rausnehmen möchte, weil wenn ihr es selbst kennt, wenn ihr eine PC-Version habt, ist es doch blöd, oder? Wenn man da so rumfährt, gerade wenn man einfach nur so, na, so lustig spielt und dann die Musik rausnehmen muss. Wenn denn ohne Musik spielt es ja auch, das ist scheiße langweilig. Es handelt sich natürlich hier auch um die PC-Version. Man hat es, glaube ich, unschwer erkannt. Wie ging das Eingangstaste? Ja, ich habe sie halt vor langer Zeit schon wieder zum Laufen gekriegt. Ich muss auch erstmal gucken, wie die ganze Steuerung ging und alles. Gut, und wir haben 265 Geld. Ich weiß gar nicht mehr woher. Ja, das ist der erste Teil. Ich hatte schon einen Teil gemacht. Bedauerlicherweise habe ich dann mitbekommen. Klasse, ich hatte mal wieder das Mikro aus. Ah, natürlich stocksauer. Naja, was sollte ich machen? Es ist kein Let's Play, von daher muss ich die ersten Levels auch nicht unbedingt zeigen. Mal gucken, wir versuchen jetzt erstmal ein Taxi zu finden und dann. Aber erstmal Taxi-Mission. Ein bisschen. Nein, ich war auch ziemlich ärgerlich, weil ich hatte einen lustigen Bug entdeckt. Ich bin von dem höchsten Haus gesprungen und war ganz plötzlich in dem höchsten Haus drinne. Kam mit, ich stehe mal ganz kurz. Weil ich würde gerne Ton haben bei mir. Die Kopfhörer sind echt ein bisschen nervig. Jetzt sind sie nämlich gerade ausgegangen. Ich habe wahrscheinlich gleich einen Schock bekommen. Jetzt suche ich erstmal ein Auto und das ist so ein. Mein Auto, ja, okay, Autos haben, aber Taxi. Taxi suche ich. Taxi-Mission. Das ist kein Taxi. Ach, komm schon. Auch kein Taxi. Apropos. HEZAKMI. Die Polizei mache ich mal aus, denn ich mag es einfach nicht mit der Polizei. Vielleicht werde ich ab und zu die Polizei auch mal anschalten, mal gucken, was ich alles so machen lässt. Mal gucken, wie ich das entwickelt hier. Ich schlag einfach mal vor mich vorhin. Oh komm, ich will ein Taxi für ein Polizeiauto. Fahr mich nicht an, Alter. Ach, die ist jetzt bei könnte Schimpfwörter anhalten. Okay, diese Paket, ja, das ist das nicht gerade unnormal. Och komm schon, es kann doch nicht sein, dass jetzt gar kein Taxi rumhängt, ey. Komm, come on. Nein, das Taxi geht doch. Natürlich, das fährt in eine Richtung. Oh, komm, ey. Ich will ein Taxi. Ach, lass mich in Ruhe, Alter. Lass mich in Ruhe. Okay, wo finde ich ein Taxi jetzt? Wo kriege ich jetzt bitte ein Taxi her? Fängt der gut an? Komm, Taxi. Ich schnapp jetzt einfach das nächstbeste Auto und such dein Taxi. Und darum, jetzt habe ich ein bisschen Musik drin. Der Lautstärke müsste rein theoretisch in Ordnung sein. Bisher habe ich jetzt auch keine Musik, es kann sein, dass ich jetzt mal kurz anhalte. Und zu gucken, dass ich meine Kopfhörer wieder anbekomme. Das tue ich nämlich jetzt auch mal. Ha! Hab einen Schock bekommen! Also ich hoffe jetzt echt darauf, dass die das wirklich richtig abgepasst hat, denn bei mir ist es recht laut. Ach, wenn es anders passt, sollte es bei euch jetzt eine angenehme Lautstärke haben. Aber wir wechseln jetzt eher das Auto. Ich glaube, Taxis haben auch ein Radio drin, oder? Liege ich da richtig? Docke 2.
dritten Tag ist die Mission. Okay. Ich kann trotzdem sagen, und ich Rammstein. Ich habe keine Lust oder so ähnlich heißt das Lied, ne? So ein Rammstein-Fan bin ich nicht. Absolut eigentlich. Fan bin ich eigentlich auch gar nicht. Ich weiß nicht, ich höre es einfach bloß gerne mal. Und es passt für mich zu GTA einfach. Es ist halt so. Ach, wir können mal anhalten, ist eine rote Ampel. Ihr könnt, wenn ihr Wünsche hättet oder so, vielleicht auch ein bisschen Musik vorschlagen. Was ich reinmachen kann. Wenn es nicht welches ist, was man bedenken nur spielen kann, her damit. Egal was es jetzt erstmal ist. Obwohl ich eigentlich keine Lust habe, irgendwelche alten Lieder. Das ist das Problem. Gut, dann möchte ich sagen, starten wir mal die Taxi-Mission. 2. Taxifahrer, such dir einen Fahrgast. Suchen wir uns mal da ein. Fahrten, 0. So. Okay, Jefferson Hotel. Diese Mission habe ich übrigens in Vice City als Kind öfter gemacht. Um Geld zu verdienen und so halt, ne? Wie weit ist das denn bitte weg? Wie weit ist das weg? Karte? Uiuiuiuiuiuiui. Mal gucken, was ich hier fahre. Einfach geradeaus fahren. Geradeaus bis zum Ende der Straße und dann links. Passt schon. Ach, muss man sehen. Ich fahre jetzt erstmal bis zum Ende der Straße durch. Ich kenne mich übrigens auch in San Andreas und auch bei City überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, den Orientierungssinn habe ich einfach nicht. Aber wenn ich bei City und GTA San Andreas eigentlich als Kind doch recht häufig damals gespielt habe. Ich habe mich nie so wirklich orientieren können. Leider. Naja. Okay, Ende der Straße. Dann links. Natürlich nehmen wir auch jede Wand und alles mit, was man nur mitnehmen kann. Es muss ja so sein, das ist ja GTA. Mir gefällt die Kamerasteuerung übrigens in der PC-Version am geilsten, weil ich ganz gerne so fahre und nicht so. Ungefähr so ist es auf der PlayStation. Aber ich fahre lieber halt so mit hoher Kamera. Und wenn ich gleich, dass die Kamera mal wieder runtergeht, ich habe ihn gerade nicht runtergezogen. Such dir einen Fahrgast. Ah. So, man wollte mich einfach nerven, oder was? Das muss doch nicht sein. Mal auf der Karte gucken, wo das jetzt ist. Oh mein Gott, das ist ja am Arsch der Welt. Boah, Alter, wie kann ich ganz San Andreas so... Oh, ja, ganz San Andreas Quatsch, aber... Dadurch ganz Los Santos fahren. Boah, spinnt ja, so weiter können die Wege nicht sein, oder? Boah, Alter Schwede. Kleine Unterbrechung, um den Parken zwei Teile zu kriegen. Ich hoffe, das ist lang genug.